Ja, Leandro, als letzter Schweizer im PlayStation Viertelfinal ausgeschieden. Hochdramatische Partie, am Schluss mit 7-6 kürzer gezogen. Wie ist die Gefühlslage bei dir? Jetzt bin ich natürlich sehr enttäuscht. Ich hatte das Hinspiel 4-1 gewonnen. Dann habe ich schnell verloren. Und ja, jetzt bin ich enttäuscht, aber in den nächsten Tagen werde ich sicher stolz sein auf die Leistung. Auf das kann man aufbauen. Du hast es angesprochen, 4-1 geführt nach dem Hinspiel. Was ist falsch gelaufen? Hast du zu fest auf den Walter gespielt oder plötzlich auf Angst bekommen? Was war das Problem im Rückspiel? Ich glaube, auf jeden Fall das Problem war, dass ich auf Angst bekommen habe. Und mein Gegner war natürlich sehr stark am Ende und hat das sehr gut gemacht. Hat natürlich gewinnen und ja, hat trotzdem. Eben, du hast angesprochen, der Ayamendi ist ein starker Gegner. Im Mai jetzt vom ersten Weekend von der Weekend League auf Platz 4, wenn es mir richtig ist. Hast du gerechnet, dass du so gut mitheben kannst? Ja, ich habe einfach probiert, alles zu geben. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Er hat jetzt auch ein bisschen besseres Team als ich, aber ja, alles gegeben und gut können mithalten. Beste Schweizer, kannst du etwas Positives daraus herausnehmen? Bist du zufrieden mit deinem Turnier? Ich bin sehr zufrieden, aber ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr weiter wollen. Natürlich, ich hätte das Ding hier gewinnen, aber so ist jetzt auch gut. Macht nichts. Wie geht es weiter für dich? Was sind die nächsten Ziele? Was sind die nächsten Turniere? Am 10. Mai geht es für mich an die Schweizer Meisterschaft, bin ich qualifiziert und dort natürlich gewinnen ist das Ziel.